Zurück bei CDU TV. Ich spreche jetzt mit Christina Stumpf. Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl als stellvertretende Generalsekretärin. Wie fühlen Sie sich? Ja, vielen herzlichen Dank. Vor allem bedanke ich mich bei unseren 1001 Delegierten für ihr Vertrauen. Ich bin total happy und glücklich, dass ich mein Amt fortsetzen darf zum Wohle unserer Kommunen. Wir sind die starke Kommunalpartei und wir haben 9 Kommunalwahlen vor uns. Ich habe einiges zu tun. Ich freue mich, dass ich meine Arbeit bewährt fortsetzen darf. Seit ungefähr 2 Jahren sind Sie ja Leiterin des Kommunalbüros im Konrad-Adenauer-Haus. Ziehen Sie doch gerne mal eine Zwischenbilanz. Was ist bisher passiert? Ja, sehr gerne. Wir haben Anfang 2022 das Kommunalbüro begründet. Wir haben im Wesentlichen eigentlich 3 Säulen. Zum einen halt die inhaltliche Ausrichtung, dass wir die Kommunalpolitiker vor Ort unterstützen mit entsprechenden Merkblätter, aber natürlich auch mit Musteranträgen, mit einem bestimmten inhaltlichen Service auch, aber auch natürlich mit Personalsachen, dass wir einfach auch sagen, wenn ihr Interesse habt, euch auch fortzubilden und auch was zu machen, dann könnt ihr im Endeffekt auch das Angebot CDU oder Campus@CDU nutzen und ihr euch einfach auch fortbilden, dass im Endeffekt wir einfach unser Personal auf kommunaler Ebene unterstützen, ob das mit bestimmten inhaltlichen Kosten zum Haushaltsrecht ist, aber auch natürlich Social Media mäßig, aber darüber hinaus natürlich auch die inhaltliche Komponente, das sind mir ganz, ganz stark und natürlich auch den Aspekt, und das ist mir persönlich wichtig, damit wir unsere Kommunalpolitiker vor Ort unterstützen, die Themen aufgreifen. Ich bin auf Kommunaltour, bin an der Basis und greife gerne die Themen auf und setze sie mit Friedrich Merz und Carsten Lindemann dann um. Und Sie sind genau wichtige Anlaufstelle für kommunale Themen. Mit welchen Themen kommen die zu Ihnen? Was für Themen brennen den Menschen unter den Nägeln? Also viele sind jetzt raus. Wir haben ja 9 Bundesländern Kommunalwahlen, die sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit, eine Handreichung? Wie gehen wir bei dem Thema Migration um? Was machen wir beim Thema AfD, wenn da jemand an den Stand hinkommt? Wir kennen diese Argumentationskarten von der Europawahl. So etwas Ähnliches wird es in 2-3 Themenbereichen auch für die Kommunalpolitiker geben, wo wir klar machen, was unsere Argumentationslinie beim Thema Migrationspolitik, in welche Richtung haben wir die letzten 2 Jahre auch in unserer Zeit als Oppositionspartei gearbeitet, welche Anträge haben wir gestellt, was würden wir ändern, wenn wir morgen regieren würden, gerade beim Migrationsthema, und wie können wir unsere Kommunen entlasten, insbesondere beim Thema Kommunalfinanzen. Da sind wir schon stark drin, die Mitglieder und auch die entsprechende Mandatsträger entsprechend zu informieren und auch mitzunehmen. Sie haben es gerade schon angesprochen, es sind ja in diesem Jahr wahnsinnig viele Kommunalwahlen. Welche Erwartungen haben Sie denn? Ja, wir haben vor allem ganz starke Kandidatinnen und Kandidaten. Und ich bin da wirklich dankbar dafür, dass sie in die Verantwortung treten. Wir haben ja gerade auch einige Demos, wo wir zeigen, es ist wichtig, dass man sich für die Demokratie einsetzen, dass die Leute wirklich auch in die Parteien eintreten, dass sie mitwirken. Und das kann man am besten in der kommunalen Ebene, dass man sich in der Kommunalpolitik engagiert. Deswegen alle, die noch nicht kommunalpolitisch engagiert sind, kann ich nur aufrufen, macht mit. Es macht richtig viel Freude, sich vor Ort einzubringen. Und da sind wir natürlich schon dabei, die Kommunalpolitiker auch an die Hand zu nehmen und natürlich insbesondere die Kommunalebene zu stärken. Wir haben in 9 Landesverbänden die Kommunalwahlen und da ist natürlich ganz unterschiedlich, sind die Verbände auch aufgestellt. Aber eins ist, eint uns alle, dass wir christdemokratische Politik voranbringen möchten, und deswegen freue ich mich auf den 9. Juni und auf sehr starke Ergebnisse, damit die Rathäuser und die Gemeinderäte wieder schwarz werden. Das hört sich richtig gut an. Jetzt wurde ja gestern der Preis für innovative Parteiarbeit hier auf dem Parteitag verliehen. Und Sie bekommen ja wahrscheinlich auch sehr viele innovative Konzepte mit. Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein, irgendwelche Konzepte, die Potenzial haben, bundesweit für die CDU ausgerollt zu werden? Also erstmal möchte ich im Kreisverband Haag nochmal ganz recht herzlich gratulieren zum Innovationspreis für die Parteiarbeit im Jahr 2024. Hat wirklich viel, viel Freude gemacht, zuzugucken, in der Jury mitzuarbeiten und mitzugucken, was denn die Kreisverbände auf die Beine stellen. Ich muss wirklich sagen, starke Arbeit unserer CDU-Kreisverbände, die wirklich auch die Parteiarbeit vor Ort leben. Und ich muss sagen, gerade das Konzept aus Haag, was wir gestern gesehen haben, wo sie wirklich die Jungwähler angesprochen haben, das muss Schule machen, gerade die Jungwähler für die CDU zu begeistern. Das muss unser Anspruch sein bei der Europawahl, bei den Kommunalwahlen. Da dürfen wir das Feld nicht den Grünen, der AfD oder der FDP überlassen, sondern wir haben starke Inhalte und die müssen wir jetzt auf TikTok und den entsprechenden Kanälen verbreiten, damit wir auch bei den Jungwählern punkten können. Sagt Christina Stumpf, vielen Dank für das Gespräch, und wir schalten jetzt wieder zurück ins Plenum. Bis später.